meinem neuen Video. Heute gibt es von mir meine Top 10 Beauty-Hacks oder Tricks, die super easy sind und eine riesen Wirkung haben und super schnell gehen vor allem. Aber dazu kommen wir erst gleich, denn ich möchte euch noch kurz was sagen. Wie ihr wahrscheinlich an meinem Video-Hintergrund schon gemerkt habt, es ist im Moment alles ein bisschen weihnachtlicher gestimmt, denn wir haben endlich Dezember. Und natürlich gibt es auch bei mir auf dem Kanal bis zu Weihnachten so die ein oder anderen Specials in meinen Videos. Das sieht folgendermaßen aus. Ab jetzt wird es in jedem Video eine riesengroße Verlosung geben, wo immer ein Elektroprodukt ist. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch immer was Beauty-mäßiges zu gewinnen. Das heißt, in jedem Video gibt es ein großes Paket zu verlosen. Und am Ende, am letzten Video vor Weihnachten, gibt es eine Mega-Hammer-Verlosung. Denn ich verlose ein Meet and Greet mit mir. Wir werden einen wunderschönen Tag verbringen. Es wird einiges passieren an dem Tag. Und unter anderem werden wir von einem Fernsehteam begleitet, was natürlich auch nochmal richtig cool ist, wie ich finde. Und der Gewinner kriegt dann von mir persönlich das Mega-Geschenk überreicht. Also ich hoffe, ihr freut euch über diese Aktion. Ich habe mir echt viele Gedanken gemacht und es wird auf jeden Fall einiges Cooles auf euch zukommen. Auch in diesem Video gibt es natürlich am Ende schon eine Verlosung, aber dazu kommen wir erst gleich. Und jetzt fangen wir an mit meinen Beauty-Hacks. Beauty-Hacks oder Tricks sind eigentlich Dinge, die euer Leben einfacher machen sollen und euch ein bisschen Zeit sparen sollen bei manchen Sachen. Und ich habe mir einfach mal 10 rausgesucht, die mir unglaublich weiterhelfen und die noch gar nicht so verbreitet sind. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit dem ersten Hack an. Und der dreht sich um abgebrochene Lippenstifte. Wer kennt das nicht? Vor allem, wenn man die immer mit rumschleppt oder wenn man sie zu weit ausfährt beim Benutzen, dann brechen die einfach super schnell ab. Aber ihr müsst sie nicht wegschmeißen, denn ihr könnt sie praktisch wieder reparieren. Hierfür müsst ihr einfach euren Lippenstift ungefähr 30 Sekunden mit heißer Föhnluft erhitzen, bis ihr seht, dass der Riss so anfängt zu schmelzen langsam. Dann hört ihr auf und klappt einfach die Spitze wieder oben auf euren Lippenstift drauf und verreibt einfach um den Riss, den geschmolzenen Lippenstift, dass der Riss fast verschwunden ist und ihr ihn praktisch so vollspachtelt mit der Masse. Und dann gebt ihr den Lippenstift einfach nur noch ins Gefrierfach, entweder über Nacht oder einfach ein paar Stunden. Und wenn ihr ihn wieder rausholt, dann ist er einfach wieder richtig hart. Man sieht fast gar nicht mehr, dass er gebrochen ist und euer Lippenstift ist wie neu und ihr könnt ihn weiter benutzen. Mein zweiter Tipp hat mir persönlich unglaublich weitergeholfen. Und zwar kennt ihr doch alle diese kleinen Haarspänkchen. Und jedes Mal, wenn man sich die in die Haare macht, vor allem wenn die Haare frisch gewaschen sind und man ein bisschen rumläuft, dann rutschen die einfach runter und halten nicht. Das heißt, entweder macht man Tausende rein oder muss sie immer wieder neu nachstecken. Aber ihr könnt das Ganze auch anders lösen, denn ihr müsst einfach eure kleinen Haarspänkchen ordentlich mit Haarspray einsprühen, das Ganze ein bisschen trocknen lassen und dann benutzt ihr sie einfach ganz normal und dann hält das Ganze nämlich auch. Also wirklich, ich habe es vorher nicht geglaubt, aber es stimmt wirklich und es erspart einfach unglaublich Nerven. Kommen wir zu einem Gegenstand, den wir normalerweise nicht im Beauty-Bereich benutzen, außer zum Zähneputzen, denn es ist die Zahnbürste. Hiermit kann man nämlich ganz coole Sachen anstellen. Ihr könnt zum Beispiel eure Haare perfekt damit toupieren, weil die meisten Zahnbürsten unterschiedlich lange Borsten haben und einfach nicht so groß sind und viel handlicher sind. Oder ihr besprüht die Zahnbürste mit Haarspray und kämmt eure kleinen Babyhärchen, die immer blöd zur Seite wegstehen, vor allem wenn man einen Zopf hat. Man kann sich den Dreck unter den Nägeln damit wegschrubben. Oder ihr könnt auch hinten, wo die Luft in euren Föhn reingesogen wird, mit der Zahnbürste wunderschön reinigen. Aber bitte passt auf, dass ihr die Zahnbürste ordentlich kennzeichnet oder irgendwo hinlegt und nicht wieder eure Zähne damit putzt, weil das wäre echt eklig. Dann habe ich einen Trick, die mit ihren Wimpern nicht zufrieden sind, mehr Volumen wollen und so auf diesen False-Lash-Effekt stehen. Denn mit ganz normalem handelsüblichen Mehl könnt ihr wunderschönes Volumen in eure Wimpern zaubern und die definieren. Tuscht die Wimpern einmal ganz grob nur, damit eben ein bisschen Mascara an den Wimpern ist. Danach bestaubt ihr einfach einen kleinen Pinsel mit Mehl, streicht das Mehl von unten auf eure Wimpern drauf und wenn ihr dann nämlich wieder über eure Wimpern tuscht, dann wirken die Wimpern einfach viel dicker und die Wimpern kleben nicht so sehr aneinander. Und es ist einfach ein wunderschöner Effekt, wo man wirklich einen Unterschied nachher erkennt. Und zudem ist das Ganze auch eine prima und sehr günstige Alternative zu ganz normalen Mascara-Bases. Also, ihr könnt einfach Mehl benutzen. Jetzt habe ich einen Trick für euch, der euch, glaube ich, gerade so in der Winterzeit sehr helfen wird. Denn wenn die Heizungsluft oft an ist und man die ganze Zeit die Winterjacke an- und auszieht, dann
passiert Folgendes. Eure Haare sind plötzlich total elektrisiert und ihr kriegt es einfach nicht weg. Hierfür nehmt ihr einfach nur ein ganz normales Babytuch oder Feuchttuch. Geht damit einfach ein paar Mal über eure Haare und sie werden einfach wieder glatt und das bleibt dann aber auch den ganzen Tag so. Und vor allem kann man sich so eine Packung Feuchttücher auch einfach mal mit in die Handtasche tun, dass man die einfach immer überall dabei hat. Ein sehr einfaches Mittel, was eine sehr große Wirkung hat. Kommen wir zu einem Trick, der für mich ganz neu war. Und zwar geht es ums Parfüm auftragen. Denn viele Parfüms, gerade Parfüms aus der Drogerie, halten nicht den ganzen Tag. Und ihr könnt das ändern, denn ihr müsst einfach, bevor ihr euer Parfüm auftragt, an die Stellen eine neutrale Creme auftragen. Am besten ist da Vaseline, denn die hat keinen Eigengeruch. Dann bestreicht ihr die Stellen einfach ganz dünn mit der Creme, zum Beispiel hinterm Ohr, auf dem Hals oder eben an der Pulsader. Danach benutzt ihr einfach ganz normal Parfüm und so können nämlich die Duftstoffe in eure Haut mit eindringen sozusagen und dann hält der Duft wirklich den ganzen Tag. Es gibt ganz viele Mädchen und Frauen, die unzufrieden mit ihren Lippen sind, weil sie einfach lieber vollere Lippen haben möchten. Und hier gibt es einen super coolen Trick, denn ihr könnt euch eure Lippen einfach voller schminken. Alles, was ihr dafür braucht, ist einen hellen Schminkstift, Kajalstift und einen Lipgloss, der so gut wie keine eigene Farbe hat. Also einen sehr durchsichtigen Lipgloss, sagen wir es mal so. Und dann fangt ihr einfach an, dass ihr in der Mitte eurer Oberlippe und natürlich auch eurer Unterlippe euren Kajalstift auftragt. Und nachdem ihr das gemacht habt, nehmt ihr einfach ein ganz klein bisschen von dem Lipgloss auf eure Fingerspitze und verreibt somit die Farbe von der Lippenmitte nach außen ein bisschen, um halt einen schönen Farbverlauf hinzubekommen. Und danach geht ihr einfach mit eurem Lipgloss ganz normal über eure Lippen, tragt ihn ganz normal auf und dadurch wirken eure Lippen einfach viel voller und ja, ihr habt einfach optisch vollere Lippen. Jetzt habe ich einen Trick für euch, wo wirklich alle Mädchen, alle Frauen, die ich kenne, manchmal dran verzweifeln. Denn es gibt, glaube ich, keinen, der sich Mascara aufträgt und nicht fast jedes Mal überall hier schwarze Punkte hat, die man dann nachher mit dem Wattestäbchen wieder wegmachen muss. Es ist einfach super ätzend nervig, vor allem wenn man mit Lidschatten arbeitet. Und deswegen habe ich den perfekten Tipp. Ihr müsst einfach ein ganz normales Blatt Papier nehmen. Das haltet ihr euch direkt hinter eure Wimpern an euren Wimpernansatz. Und somit könnt ihr perfekt eure Wimpern tuschen und es kommt einfach nichts mehr auf euer Lid, sondern es bleibt alles an dem Papier eben hängen. Und das erspart so viel Zeit und Nerven. Für mich einfach ein perfekter Beauty-Hack. Jetzt kommen wir nochmal zu Haaren und eigentlich ist der nächste Trick sogar 2 in 1. Denn kommen wir erstmal zum Bürsten. Am schnellsten bürstet ihr eure Haare, vor allem wenn ihr wirklich stark verknotete Haare habt, zum Beispiel am Morgen, indem ihr ganz unten anfangt und euch von unten nach oben arbeitet. Denn wenn ihr von oben nach unten die Bürste durchzieht, zieht ihr alle Knoten in eure Spitzen und habt da das Riesenproblem und kommt gar nicht mehr durch. Und so könnt ihr euch einfach von unten langsam nach oben durcharbeiten und es funktioniert viel besser. Und beim Föhnen ist es nämlich genau andersrum. Hier haltet ihr den Föhn nach oben und föhnt eure Haare eben von oben nach unten, denn somit föhnt ihr in der Haarwuchsrichtung. Denn wenn ihr andersrum föhnt, dann stellen sich eure kleinen Haarschüppchen auf und dadurch wirken eure Haare viel matter. Und wenn ihr von oben nach unten föhnt, dann kriegt ihr einfach einen viel höheren Glanz in eure Haare. Und wenn ihr dabei sogar eure Haare noch kämmt, dann habt ihr einfach einen Effekt, dass eure Haare nicht frissig werden und einfach wunderschön glatt werden nach dem Föhnen. Und somit sind wir auch schon bei meinem letzten Beauty-Hack angelangt und hier geht es wieder um Haare und zwar zeige ich euch jetzt mal, wie ihr innerhalb von wenigen Minuten wunderschöne Engelswellen in eure Haare bekommt. Ganz viele lassen geflochtene Zöpfe über Nacht im Bett an und alles ist unbequem und die Haare sind womöglich morgens immer noch nass und man muss sie noch trocken föhnen. So aufwendig muss es aber gar nicht sein, denn eigentlich alles, was ihr machen müsst, ist eure Haare mit einem Hitzeschutzspray oder mit einem Salzspray zu besprühen, dass sie eben ein bisschen feucht werden und ein bisschen Textur bekommen. Dann teilt ihr eure Haare eben in 2 oder in 4 gleich große Partien auf, je nachdem, wie klein eure Wellen nachher sein sollen und flechtet euch einfach ganz straffe Zöpfe runter. Und dann nehmt ihr einfach ein Glätteisen und geht einige Male von oben nach unten über eure Zöpfe, bis die Zöpfe sich nicht mehr feucht anfühlen. Dann lasst ihr eure Zöpfe noch gut abkühlen und könnt sie einfach aufmachen und fertig sind eure Wellen. Ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus und es dauert einfach nur ganz wenige Minuten. So, meine
ihr Lieben, das war's mit meinen Beauty-Hacks und ich hoffe wirklich, dass euch das Video gefallen hat. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, es euch zu drehen und wenn ja, dann zeigt mir das doch einfach, indem ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch Bock habt, dass ich mal so ein Video über ganz normale Lifestyle-Tricks und Tipps mache. Damit kommen wir jetzt auch schon zu meiner versprochenen ersten Dezember-Verlosung. Ich habe euch ja gesagt, es gibt ein Beauty-Produkt, das ist in diesem Falle eine der neuesten Urban Decay Paletten und zwar die Electric Palette. Da sind einfach super coole, knallige Farben drin, wo man sehr, sehr geile Looks mitmachen kann. Und als Elektroprodukt habe ich euch einen mobilen Zusatzakku geholt. Das ist genau der gleiche, den ich auch habe und ich bin super zufrieden damit und ich kenne, glaube ich, keinen Menschen mehr im heutigen Zeitalter, der den nicht gebrauchen kann. Damit könnt ihr sogar zwei Geräte gleichzeitig anschließen und der hat 200% Zusatzakku. Das heißt, ihr könnt euer Handy, nachdem es leer ist, nochmal zweimal komplett aufladen. Also perfekt für unterwegs. Und alles, was ihr tun müsst, um an dieser Verlosung teilzunehmen, ist lediglich Abonnent meines Kanals sein, diesem Video einen Daumen nach oben geben und irgendeinen lieben Kommentar schreiben. Mit jedem Kommentar nehmt ihr praktisch einmal teil. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einfach nur noch ganz viel Spaß bei der Verlosung. Dann verlinke ich euch am Ende natürlich nochmal zwei alte Videos. Auf der Seite gibt es meine Beauty Day Routine und auf der anderen Seite eine sehr lustige Challenge mit dem Julian. Wer verliert, kassiert. Ich glaube, der Name sagt schon alles. Schaut's euch an. Dann hoffe ich, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit einschaltet. Und ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit und sagt Tschüss.